Willkommen zurück, liebe Freunde und Begeisterte des Sommerurlaubs. Wir sind hier in unserem kleinen Beach-Resort in St. Tralala. Keine Ahnung, wie das Hotel heißt. Und die gute Stefanie, oder wie sie heißt, hat uns so ein bisschen im Stich gelassen. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was ist denn hier in dieser Stadt so Besonderes. Und wer verschwindet denn hier? Und sind jetzt stinkig auf Stefanie, weil die sich nicht gemeldet hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich weitersuchen soll. Aber ich habe mich so ein paar Minuten offline umgeguckt. Und guck mal, hier liegt was. Hier liegt was. Wollen wir dann mal gucken, was das ist? Na toll. Okay. Ja. Bringt uns auch nicht irgendwie weiter, ne? Hallo? Ja, Ruhe. Ich weiß ja, dass da wer klopft. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wir haben hier ein Zahlenschloss aus 5 Zahlen. Hier haben wir eins aus 3 Zahlen. Da haben wir einen Schlüssel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Warte mal. Das waren die Verbände. Ich meine, hier waren Zahlen. Moment mal. Waren da nicht, bevor ich geladen habe, andere Zahlen drauf? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie rum ich das halten soll. Ob das jetzt eine 6 ist oder ob das eine 9 ist. Was weiß ich. 8, 9, 4. 8, 9 oder ist es 8, 6, 4. 8, 6, 4 oder 8, 9, 4. Ich weiß es nicht. 8, 6, 4 oder 8, 9, 4. Bitte, wäre total sinnfrei, wenn das hier der Code dafür wäre, ne? 8... 6, 4, es ergäbe keinen Sinn. Aber es hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Das macht gar keinen Sinn, oder? Ruhe! Macht das einen Sinn? Also ich bin ja ein Freund von logischen Rätseln, aber dass irgendein Metallzylinder den Code für einen Koffer hat, der hier unten liegt, das macht keinen Sinn. Oder? Macht das Sinn. Gut, dass der Schlüssel hier ins Bad passt, das mag Sinn machen. Das sage ich aber dem Manager. So gross ist das auch nicht, da läuft halt das Wasser über. Wie wär's, wenn wir mal einen Wasserhahn zumachen? Wasserhahn zu, Wasserhahn zu. Geht nicht. Okay. Dann machen wir den Wasserhahn eben nicht zu. Was habe ich da gerade genommen? Heftpflaster, falls ich mir den Daumen prelle. 6 weiße Hemden, 2 schwarze Hosen, Bäcker, Rasierer, Zahnbürste, 6 Unterhosen, 6 Paar schwarze Socken, 3 Krawatten, Kameraobjektiv, Schuhe, Safe-Passwort. Habe ich mir das aufgeschrieben? 37251, 37251. Ja doch, der Onkel ist ja gleich da. Kameraobjektiv. Keine Ahnung, was wir damit machen. Okay. Dann. Also bis jetzt, dass das mein Koffer ist, dass ich mir das Safe-Passwort aufgeschrieben habe, ist vielleicht normal. Aber dass dieser Zylinder hier, dieses komische Gerät hier, dass das hier die Nummern dafür hat, das ist eigentlich nicht normal, oder? So, warte mal, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Super, wo sind meine Notizen? Da sind meine Notizen. 37251, 37251, 37251. 37251. Ah, da ist der Rest, die Kamera. So. Jetzt habe ich eine funktionierende Kamera. Na, was heißt eine funktionierende Kamera? Ich habe eine Kamera verwenden mit dem da. Achso, nee, warte mal. Kombinieren. So, wird schon raus. Drücke C, Kamera verwenden. C, um die Kamera zu... Ah. Okay. Was steht da? Kann man das... Was ist denn du los? Mir wird ja ans Anascht. Kuckuck. Hallo?
Was ist denn jetzt los? Ich habe keine Kontrolle mehr. Da ist schon wieder das schwarze Loch. Shit. No, no. Again. Der Ereignisbericht. Wie? Wie? Kontrolle und wieder weggetreten. Phobia Sankt Dinl Hotel. Kann man denn drei Konsonanten aneinander hängen? What the fuck was that? Also, erstens, die Kamera scheint Dinge zu offenbaren. Da stand etwas an der Wand. Ich weiß nicht, was es war. Und es sieht irgendwie auf einmal alles sehr herunter, also noch heruntergekommener aus, als es vorher war. Zumindest hier diese Scratches und das Bad. Sah das vorher schon so gerümpelig aus? Ich glaube nicht, oder? Doch, oder? Ich guck nochmal, irgendwas hat man dadurch gesehen gerade. Und wer war diese Person, die da vom Blitz erschlagen wurde in der Wanne? Was heißt das? Was heißt das hier? Oh, Finesta, ich brauche eine Übersetzung, bitte. Ah, falscher Knopf. Hui! Sollen wir mal kurz speichern? Hier, einfach mal drüber speichern, so. Ich gehe jetzt erstmal zum Konzert. Was ist denn das hier, die Schleuse? Ach nee, warte mal. Feuerwehr? Ach, wird schon. Vielleicht heizen die so, wer weiß das schon. Es ist wichtig zu wissen, wie man Verbände richtig anlegt. Ich schlage vor, dass jeder stets etwas Verbandsmull und Heftpflaster bei sich hat. Habe ich. Das ist für einfache Verbände vollkommen ausreichend. Sollte sich etwas Alkohol auftreiben lassen, nutzen Sie diesen, um die Effektivität von einfachen Verbänden zu erhöhen. Im Moment ist das alles, was wir tun können, bis Hilfe eintrifft. Dr. Roger Litter oder Roger, was weiß ich denn. Slots hinzufügen. Noch ein Slot, wie geil. Was ist das? Ne, das ist nix. Ja. Was ist das hier unten? Rattengift, Katzenfutter, wer weiß es schon. Ein Schuh. Warte mal, ich muss mir, glaube ich, angewöhnen. Okay, das ist gruselig. Ich muss mir, glaube ich, angewöhnen, mit der Kamera zu gucken. Wo bin ich denn? Warte mal, ich war in 610, oder? Da bin ich. Das heißt, ich muss in die 611, dann dadurch. Aha, aha, okay. Wo will ich überhaupt hin? Wer weiß das schon? Ja. Ich muss in die 600... Lass mal kurz gucken. Gehen wir mal davon aus, ich will raus. 609. Quatsch, 611. Dann in die 608. Dann rüber in die 606. Dann darüber und... Keine Ahnung. Wer hier... Habe ich irgendwas dabei, womit ich das Schloss knacken könnte? Nein, nein, nein. Gut, dann... Dann... Also, im Prospekt konnte man mehr von dem Hotel erwarten. Ist etwas baufällig, Kakerlaken gibt's hier. Okay. Ist das auch ohne da? Nicht ganz. Überhaupt gar nicht ganz. Hallo, kleines Reh. Irgendwie grinst das doof. Kann man die mal zumachen hier? Liegt hier irgendwas? Ein Taschenrechner? Keine Ahnung. Was ist das? Okay.
nicht sehr. Aber auch nicht gruselig. Es ist alles in Ordnung bisher. Altes Buch. Fibonacci und die Eleganz der Mathematik. Aha. Ist mir schon gleich sympathisch. Eine Dame mit einer Rose. Scheint handgemalt zu sein. Okay. Nochmal ganz kurz gucken. Also, da sehen wir nichts. Hier an der Wand ist halt... Ich würde mal sagen, Fibonacci, ne? Derjenige hat definitiv ein Fable für Fibonacci gehabt. Da ist auch nochmal Fibonacci. Fibonacci, Fibonacci. Vielleicht sollten wir uns die Zahlen merken. 3, 5, 8, 13. Ah, das unten kann ich nicht sehen. 21, 34, 55. Keine Ahnung, ob wir das für irgendwas brauchen. A Camera Connecta Osmandos. That is strange. That is very strange. Heißt das, dass ich da durch kann? Schriftzug an der Wand. Die Kamera verbindet die Welten. Das heißt, wenn ich die Kamera draußen habe, kann ich da durchgehen oder was? Okay, das ist... Oh. This camera is... How is this possible? Das wundert ihn auch nur dezent, ne? Das wundert ihn auch nur dezent, dass er da durch die Wand latschen kann. So, warte mal. Ich guck mal kurz in meine Notizen. Ich habe ja so ein bisschen was rausgefunden. Ach, du ahnst es nicht. Beginne Untersuchung, habe mehrere Fotos von den Zugängen im Bereich des Hotels gemacht und einige Informationen an meine Investigationstafel geheftet. Das habe ich gesehen. Im Gespräch mit den Stadtbewohnern fand ich heraus, dass man sich einen Mythos über ein Mädchen erzählt, das in der Stadt ermordet wurde. Es heißt, dass ihr wütender Geist das Hotel seither terrorisiert. Super, das freut mich ungemein. Seit ihrer Gründung, ist das das Gasmaskenmädchen, von der in der E-Mail die Rede war? Seit ihrer Gründung ist in der Stadt immer wieder zu mysteriösen Vermisstenfällen gekommen. Dabei traf es neben Grubenarbeitern auch berühmte Ermittler. Ich bin begeistert. Das Geheimnis der vermissten Bergarbeiter. Die Mine von Trelle bleibt nach einem mysteriösen Unfall geschlossen. Berichten zufolge kam es zu einem Einsturz, bei dem 20 Bergarbeiter verschüttet wurden. Die Familien warten darauf, dass der Eigentümer der Mine, Christopher, eine Erklärung abgibt. Ich wette, wir werden irgendwann in diese Mine reinlatschen. Ich habe so den ganz üblen Verdacht. 1960, berühmter Vermittler. Das war, glaube ich, der Typ aus dem Prolog. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Hotel St. Brrr in der Stadt Trrr ist der Ermittler Joao Luis, genau das war er, scheinbar spurlos verschwunden. Ich weiß auch, wo er ist. Er liegt mit einem Loch im Bauch im Keller. Genau genommen ist das jetzt fast 50 Jahre später. Eigentlich sind da nur noch seine Gerippe. Ich finde nur Geschichten aus der Vergangenheit, keine neuen Ereignisse oder aktuellen Berichte. Es scheint, als seien meine Informationenquelle nicht korrekt gewesen. Okay, kann man hier blättern? Man kann blättern. Ach, du ahnst es nicht. Weiterer verlorener Tag. Alle Informationen, die Stefanie mir über Erscheinungen und seltsame Ereignisse erzählt hat, scheinen eine Lüge zu sein. Ich habe nichts gefunden, was es zu berichten gibt, geschweige denn einen Hinweis darauf, dass bereits etwas passiert ist. Nach einer Woche hier kann ich abschließend getrost sagen, dass es nichts zu erforschen gibt. Ich sollte mich morgen einfach mit Stefanie treffen, aber das werde ich nicht tun. Im Augenblick möchte ich einfach nur noch nach Hause. Wenn Journalist sein sowas bedeutet, hätte ich lieber meine andere Option wählen sollen. Das fällt ihm aber spät ein, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat. Die Dinge werden immer eigenartiger und seltsamer. Es ist ein Mädchen mit einer Gasmaske aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung. War das die Erscheinung in dem Bad? Ich habe da kein Mädchen mit Gasmaske gesehen. Ich habe da nur Blitze und Flimmern sehen. Ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was in meinem Zimmer passiert ist. Hier herrscht das reinste Chaos und mein Kopf tut weh. Könnte sie das ominöse Geistermädchen sein, von dem sie alle erzählt haben? Es gibt Dinge, die ich nur durch die Linse sehen kann. Was ist das überhaupt für eine Welt? Keine Ahnung. Okay. Ich habe irgendwie immer... Weiß ich nicht. Irgendwie ist mir das suspekt, diese Kamera, weil... Ah, ein Feuerchen. Okay. Ist hier irgendwas? Nein, 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 nein. Was gäbe ich für eine Taschenlampe?
Okay, wir haben jetzt Zimmer 608 und 609. 609 ist zu. Kleiner Schlüssel mit einem Waschbär dran. Na, dann benutzen wir den nochmal. Ich weiß gar nicht, warum der da steckte. Okay, das geht gar nicht. Sieht mir auch eher aus, als bräuchte man da eine Karte. Nee, da oben ist auch ein Schlüsselloch. Okay, das war definitiv ein kleines Mädchen mit einer Gasmaske. Glaube ich. Geht's hier jetzt? Nee, hätte ja sein können. Okay, geht auch nicht. Wofür ist dieser dusselige Schlüssel da? Wie komme ich denn wieder aus der Kamera raus? Okay, das geht nicht. Kann ich mir auf den Kopf stellen. Und die Tür ist zu. War hier noch eine Tür, die man hätte verwenden können? Das ist neu, ne? Aber vielleicht... Vielleicht geht ja. Aha! 608. Okay. Cool, cool, cool. Ich mach mir gar keine Sorgen. Ich möchte mir nur was borgen. Und mach mir keine Sorgen. So, 608. So. Was ist das da? Was tickt hier so? Ach, die Uhr da oben. Alles klar. Kurz vor eins. Warum irre ich nachts durch... Naja gut, weil es brennt. Deswegen irre ich nachts hier durch. Drücke, um zu kriechen. Maiglei. Was zum Henker? Was ist das denn? Hier sieht es komplett anders aus. Was soll das? Hier sieht es so komplett... Oh. Okay, den Passwort wird ja wohl nicht dasselbe sein wie beim Tresor. Oder? 6749. 6749. 6749. 9. Okay, warum sagt mir keiner, dass es da nur... Was ist das hier? Dass es da nur vier Nummern gibt statt... Was ist das? Ah, das ist ein Slot. Okay. Einfache Bandage. Sehr gut. Hier sind Sauerstoffflaschen. Also das Zimmer sieht komplett anders aus. Nein! Sag nichts dazu. Mein Problem ist, jetzt muss man quasi in zwei Welten, man muss das Zimmer quasi doppelt untersuchen. Einmal in der realen Welt und einmal in dieser Kamerawelt. Doppelte Gelegenheit, was zu verpassen. Gut, dann hier durch. Eine Hand. Ich sag ja, alles marode. Alles marode. Vor allem ist es dunkel, da ist ein Handabdruck. Mhm. Mhm. Oh.
ist 606. Okay. Ich bin so gut. Ehrlich gesagt kann man die Kamera auch benutzen, wenn man ein bisschen mehr sehen will. Schau mal hier. Nix. Bis jetzt ist ja total harmlos. Bis jetzt habe ich alles unter Kontrolle. So, ich hoffe mal, das ist der Schlüssel hier. Jo, sieht gut aus. Und schon sind wir neben dem Grill. Weiß zum... Sag mal, hier sah es doch nicht so aus, als ich hier reingekommen bin. Hier sah es irgendwie anders aus. Drücke Q, neue Notizen. Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein. Höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Das ist eine gute Frage. Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst. Aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau deshalb hergekommen. Richtig. Ich bin ja ein investigativer Ermittler. Ich bin quasi sowas wie Carla Kolumna. Carla Kolumna. So eine Mischung aus Carla Kolumna und John Sinclair. Ihr wisst, was ich meine, oder? John Sinclair, sagt euch was. Hier die Groschenromane. Toll. Ich finde es nicht witzig. Ich finde es nicht witzig. Ich finde das nicht komisch. Jetzt ist Licht wieder an. Okay. Guck mir das Zimmer erstmal. Lass mich raten, da müsst ihr euch das eingeben gleich. Ich guck mir das erstmal auf die Harmlose an. Ich habe versucht, mit den anderen hinaus zu gelangen, aber ich stecke hier oben fest. Einer der verbliebenen Wachleute hat mir das Passwort für das Tor gegeben. 67352 ist ja einfach. Besonders viel hat mir das nicht geholfen, denn leider hat er nicht erwähnt, dass man eine Schlüsselkarte braucht, um den verdammten Code überhaupt eingeben zu können. Okay, das ist ein Problem. Es muss irgendwo zu den anderen hinunter gelangen. Ich werde nicht hier sterben. Auf keinen Fall. Wer hat das geschrieben? Okay, wir brauchen zu dem Ding eine Schlüsselkarte. Ich sehe da aber keine Schlüsselkarte. 67352. Mach das doch mal. Nein, du sollst es da... Warum kann ich denn nicht wählen? Ach so, okay, wahrscheinlich geht das nur, wenn ich eine Schlüsselkarte habe. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Was tickt denn da so? Wer ist die Schlüsselkarte? Die Schlüsselkarte ist not hier. Gehe ich nicht einfach die Treppe runter, wenn ich runter will? Irgendjemand hat hier mit dem Fahrstuhl randaliert. Aha, die Tür klemmt. Okay. Hallo Gaston? Das war nicht Gaston. Das war zu klein. So, warte mal, jetzt bin ich dadurch. In Raum. Ja, okay, das da ist der. Das ist dieser Tür. Dieser Türraum. Das da. Und ich bin jetzt hier Service 6. Das wird ja vielleicht irgendwas Sinnvolles sein. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Okay, alles cool. Alles cool. Das ist überhaupt nicht cool. Was ist das? Das ist der Service-Raum. Ah!
Mann! Leck mich fett. Da ist eine Kette davor. Naja, da ist auch eine Kette davor. Kann ich mir auf den Kopf stellen. Sie fix. Es ist so verdammt finster. Herr im Himmel, gib mir doch mal... Was ist das? Verbandsmull. Okay. Ganz locker bleiben. Du hast alles unter Kontrolle. Niemand will dir was Böses. Es ist stockfinster hier drin. Noch eine Tasche, sehr schön. Es ist stockfinster. Kann man hier irgendwo Licht anmachen? Oder ist doch irgendwas? Da. Heftpflaster. Licht. Ich wäre so begeistert für Licht. Aber es ist... Warte mal. Ist da irgendwas drinnen? Nein, da ist nichts drinnen. Da unten ist keine Ahnung, was das ist. Es ist stockfinster. Okay. Aber ich kann ja noch runtergehen. Ich brauche eine. Hier, da sind Lampen. Aber na gut, das Ding ist sowieso so kaputt. Denke mal, hier finden wir vielleicht nichts. Den Feuerlöscher könnten wir gebrauchen, falls mir einer blöd kommt. Guten Tag, die Dame. Ich gehe nur hier links vorbei, ne? Bleiben Sie ganz locker. Ich gehe nur hier so. Ich gehe hier nur links vorbei. Jetzt ist er weg. Verbandsmull. Ein enger Verwandter des Nacktmulls. Was er für ein Unfug redet. Hallo! Kleines Mädchen mit der... Jetzt ist er wieder weg. Er macht einen Kirre. Und vor allem... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Jesus Christ! Fuck is that thing? Es ist ein Riesen. Weiß ich nicht, ist das ein Hummer? Nee. Es ist ein Facehugger. Es ist ein Alien. Okay, geht auch auf. Alles gut. Alles gut. Was ist das da? Muss ich die jetzt alle durchgucken? Ja. Da ist... Kann man da rein? Nein, kann man nicht rein. Juhu! Da ist... Was ist denn da? Ich höre da schon wieder irgendwas rumkrebsen, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Jetzt. Da ist ein
Muster. Halt. Vorhanden. Da ist ein Muster vorhanden. Warte mal, sind die da noch da? Da ist ein Muster vorhanden. Was auch mal das heißen mag. Da ist ein Muster vorhanden. Da ist ein Muster vorhanden. Kann man nicht aufmachen. So, was haben wir hier? Mach auf, komm. Nix. Da ist ein Muster vorhanden. Da ist ein Muster vorhanden. Da ist ein Muster. Wie C. Hier ist aber auch alles abgeschlossen in diesem Kabuff. Aha, okay, da kann man durch. Was sind das für Geräusche? Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang zu den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Ruhe da hinten! Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Okay. Was weiß ich? Eingesammelter rote Karte. Okay, ich habe die rote Karte. Ich muss vom Spielfeld. Ja, ist zu. Das ist auch. Jetzt klingelt's an der Tür. Das geht ja gar nicht. Moment. So, da bin ich wieder. War nicht so wichtig. Jetzt ist die Frage. Gehen wir erstmal hier lang? Oder gehen wir hoch? Gehen wir mal hier lang. Okay. Bin ich denn jetzt? Ach, da ist schon wieder so eine Kette. Da ist die blaue Karte. Okay. Verstehe. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder rauf. Ach, guck mal. Stefanie. Will mich doch daten. Hello? Who are you? What are you doing here? Look, please. I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait. How do you know my name? No. No, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait. Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Okay, fassen wir mal zusammen. First floor it is, then. Stephanie, also die,
seit Stefanie hier war, oder also seitdem ich mit Stefanie kommuniziert habe und dass ich hier eingezogen bin, ist es über ein Jahr her. Das würde den Zustand des Hotels vielleicht erklären. Aber auch nur dann, wenn es komplett verlassen war. Okay, ist über ein Jahr her. Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin. Ich verstehe das nicht, das kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in die erste Etage finden, um Antworten zu finden. Ja, und die Antworten, liebe Freunde, die finden wir, ich höre da irgendwas, die finden wir beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Fleck. Ich will da nicht raus.